Das ist richtig low, Junge. Wir machen das anders, wir lassen das weg. Das sieht low aus. Oh Leute, was geht ab? Euer Danny hier wieder am Start. Heute kommt mal wieder ein neues Video. Und heute stelle ich euch mal eine neue Person vor, mit der wir in nächster Zeit ab und zu mal so ein paar Videos machen werden. Ja, heute ist schönes Wetter. Wir werden hier so eine kleine Runde einfach durch den Harz cruisen. Einfach mal gucken, was hier so los ist. Wie gesagt, Wetter ist top, Sonne ist draußen, alles voller Schnee, also mega geil. Und jetzt zeige ich euch die neue Person. Aber ihr habt sie wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Achso, ich wollte euch nur sagen, das ist Anna, ne? So, Leute, das ist Anna. Moin, moin, Leute. Wir fahren jetzt mit Anna eine kleine Runde und quatschen einfach so ein bisschen. Anna fährt hier so einen richtig geilen, was ist das für ein Auto? Ford Fiesta. So, steigen wir mal ein in die warme Bude hier. Moin, moin. Was geht ab, Anna? Alles, was nicht angebunden ist. So, Anna ist bei uns eigentlich in der Firma die Auszubildende. bis zum zweiten Lehrjahr jetzt, ne? Ja. Und du lernst eigentlich für eine Frau einen ziemlich außergewöhnlichen Beruf. Und zwar, was lernst du genau? Aufbereitungsmechanikerin, Fachrichtung Naturstein. Genau, also sie arbeitet bei uns im Steinbruch, fährt auch große Maschinen. Also für eine Frau auf jeden Fall ein Job, der nicht so oft vorkommt. Ja, ansonsten hat Anna so ziemlich einen an der Macke, ne? Ja, also so gelegentlich mal. Fängt genau. Morgens an, wenn ich die Augen aufmache. Ich muss mir ja mal anschneiden. Fängt ja gut an. Und ich habe mir gedacht einfach, Leute, ihr wolltet einfach wieder ein bisschen mehr Action auf dem Kanal haben. Und ich habe gedacht, ich hole einfach Anna mit aufs Boot oder ins Boot. Und Anna ist auch noch nie Motorrad oder so gefahren oder Roller oder Quad oder so. Und da haben wir gedacht, das werden wir einfach mal in nächster Zeit machen. Das ist bestimmt ganz lustig, sowas. Für dich auf jeden Fall. Ja. Und ich habe gedacht, für euch ist es auch ganz spannend und gerade so, ich sage mal, heutzutage muss man ja, um zu überleben, irgendwie ja Frauen mit in die Videos einbinden, einfach weil die ganzen Männer alle so notgeil irgendwie gefühlt sind, alle immer so, regen sich immer auf über die Frauen, weil die nie was machen, aber dann so viel Klicks bekommen, aber im Endeffekt geiern alle Männer trotzdem irgendwie immer. Ja. Jo, ihr betreibt der. Für alle, die Anna auf Instagram folgen wollen, ich habe sie unten verlinkt. Mein Instagram habe ich unten auch verlinkt, also mir könnt ihr auch ruhig folgen. Ne? ich war auf Instagram sehr lange Zeit nicht aktiv und ja, aber da bin ich jetzt auch wieder aktiv. Also es kommen wieder fast täglich Stories und Fotos auf jeden Fall. So Leute, wir haben eine Harzrundfahrt gemacht. Wie ihr sehen könnt, liegt hier sehr viel Schnee. Anna, ja, komm mal her, ihr Junge. Ich bin on the road. Stell dich mal hier neben den Schnee, damit man mal sieht, wie hoch der Schnee hier eigentlich liegt. Also Leute, ich bin 1,80 groß, ne? Ja, also Anna ist echt riesig, ne? Aber guckt euch mal, wie hoch, ey. Wahnsinn. Sina, wenn ich hier reinjumpe? Ja, spring mal lieber so rein. Komm, mach mal. Spring mal mit dem Gesicht zuerst rein. Nein. Also ich jump da rein, keine Nein. Sorge. Was ich gerade richtig, richtig geil finde, ist einfach der Sonnenuntergang. Ich hoffe, man sieht das so einigermaßen. Kann man ein bisschen... Sieht man das? Ja, sieht richtig crazy aus. Ja, Mann. Ich muss unbedingt demnächst mal einen Harz hoch und mit dem Moped mal ein paar Bilder machen. Wir werden jetzt demnächst auf jeden Fall, werden wir jetzt mal einen Bus nehmen. Ich habe ja den geilen Fleischhaken dran, da werden wir dann einen Schlitten dran machen und Anna setzt sich dann hinten drauf. Wir werden es aber abwechseln, ich setze mich auch mal hinten drauf und wir werden so ein bisschen rumflitzen. Dann werden wir, denke ich, mal Roller fahren, ein bisschen Enduro fahren mal. Ich hoffe, ich kriege ein paar Präsente, wenn ich im Krankenhaus liege mit einem Beinbruch oder so. Und auf jeden Fall könnt ihr jetzt auch mal ein paar Fragen stellen. Also wenn ihr Fragen zu Anna habt, stellt die unten in die Kommentare rein und wir werden nächstes Mal ein Q&A machen. Ja, ansonsten könnt ihr noch ihre Haare sehen. Diese oh Mann! Versaut. Ich muss sie nochmal färben, Mann. Und wir werden auf jeden Fall jetzt die Tage irgendwann noch ein Reaction-Video aufnehmen. Hat Anna auch noch nie gemacht, wie gesagt. Sie ist ja erst neu auf dem Kanal, wir werden da so ein bisschen Mist machen. Aber ich denke, es wird ganz lustig werden, die nächsten Videos. Ich bin einfach mal gespannt, was wir so umsetzen werden. Anna, hast du Bock drauf? Ja, Mann, ich habe richtig Bock drauf. Genau. So, das war jetzt nur so ein kurzes Vorstellungsvideo. Wir haben nicht viel gemacht, aber jetzt habt ihr wenigstens mal gesehen, wer Anna ist, dass sie neu auf dem Kanal. Und ganz wichtig genau, weswegen Anna eigentlich auf dem Kanal eigentlich mit dazugekommen ist, ist eigentlich wegen dem Käferprojekt. Weil Anna schraubt eigentlich auch ganz gerne. Jetzt bist du vor kurzem noch einen Audi 80 gefahren. Wie gesagt, durch den Beruf hat sie halt auch ein paar Geschicklichkeiten, was das Schrauben angeht. Und deswegen hatte ich sie mal gefragt, ob sie Bock hat, beim Käferprojekt einfach mitzumachen. Und da hat sie sofort gesagt, ja, hat sie Bock. Das Käferprojekt, das wollen wir auch noch immer noch machen. Wie gesagt, für alle, die das mit unterstützen wollen, unten ist auch der Link dafür. Tausend Dank. Ja, und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass wir das irgendwie demnächst starten können, weil, wie gesagt, ich habe da immer noch mega Bock drauf. So, Leute, ich freue mich aufs nächste Video und ein paar Likes und vielleicht ein paar Follows. Stellt ein paar Fragen und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
So. Nee, warte, ich hab Schnee im Schuh. Nee, warte. Mann! Warte. Anna, was machst du da eigentlich schon wieder? Blödheit siegt. Ohne Witz. Seine genau, Beule nach oben. So Leute, damit beende ich das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?